Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Warum ist diese Karte verboten? Und zwar dieses Mal mit dem Monster Denglong, erster der Yangxing. Das wohl beste Yangxing-Monster aller Zeiten. Und jetzt ist das Monster auf Null gegangen, was dem Deckthema Yangxing auf jeden Fall wehtun sollte. Aber gut, das ist halt ein bisschen schade. Aber es musste vielleicht sein, denn die Karte hier war sehr stark in den Dinos, einem aktuellen Metadeck, das halt geschwächt werden sollte. Und es gab sogar Denglong-Turbo-Decks, aber dazu später mehr. Denn die Karte ist ziemlich stark, das muss man sagen. Und das Ganze hier ist ein Stufe 5 Synchro-Monster. Mit der Eigenschaft Licht und den Typen Würm und den Werten 0, 2800 und es ist ein Empfängermonster, was auch wichtig ist, und beschworen mit der Denglong mit einem Empfängermonster und einem oder mehr Nicht-Empfängermonstern. Und der Effekt ist wirklich krass. Falls diese Karte als Spezialbeschworen beschworen wird, du kannst deiner Hand eine Yangxing-Karte von deinem Deck hinzufügen. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Monster vom Typ Würm von deinem Deck auf den Friedhof legen. Die Stufe dieser Karte wird dieselbe wie die Stufe des auf den Friedhof gelegten Monsters. Falls diese offene Karte das Spielfeld verlässt, du kannst ein Yangxing-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Du kannst nur einmal pro Spielzug ein oder mehr Denglong, erster der Yangxing, als Spezialbeschwörung beschwören. So, diese Karte hier ist wirklich broken, denn man kann die Karte specialen und dann kann man sich einfach so eine richtig starke Fallenkarte suchen. Und zwar die Karte 9 Säulen von Yangxing. Das ist eine Konterfalle. Und mit dieser Karte kann man einfach mal so Spelltraps oder Monstereffekte negieren, zum Preis von einer Yangxing-Karte, die man kontrolliert, beispielsweise Denglong selbst. Und das ist halt schon mal richtig gut, das heißt, die Karte geht bei der Beschwörung schon mal plus 1. Und zwar sucht sie halt, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Konterfalle, die quasi alles negieren kann. Aber dann geht's noch weiter. Das Monster hier kann einfach so einen True King wegwerfen, beispielsweise den mittlerweile verbotenen Ditugasim, um dann zur Stufe 9 zu werden, was in Dinos dafür sorgt, dass man ohne Probleme den VFD bauen kann, den wahren König aller Katastrophen, der den Gegner extrem gut behindern kann. Ich habe darüber schon ein bisschen geredet in dem Ditugasim-Video von vorhin. Und ja, das ist einfach auch ein sehr, sehr gutes Play von den Dinos, definitiv. Aber es geht noch weiter. Denn wenn der Denglong das Spielfeld verlässt, kann man ein Yangxing-Monster als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Und damit kann man quasi auch die Falle am Leben erhalten. Das heißt, wenn man den Denglong wegsynchronisiert, verlässt er auch das Spielfeld. Dann kann man ein Yangxing-Monster vom Deck specialen, egal welches, zum Beispiel dieses hier, das ist ziemlich stark. Und dann kann man die Konterfalle trotzdem weiter benutzen, obwohl der Denglong bereits weg ist. Zudem ist der Denglong ein Empfängermonster und kann sogar noch weitere Synchro-Plays enablen, was halt auch nicht zu vernachlässigen ist. Und die Karte ist einfach rundum genial, muss man einfach sagen. Zudem hat sie 2800 Def und kann ganz gut stallen, theoretisch. Das kann auch mal relevant sein. Aber es geht halt primär einfach um diese richtig mächtigen Effekte, Stufe angleichen von sich selbst und halt einfach mal so eine der besten Konterfallen überhaupt rauszusuchen. Das ist schon relativ grenzwertig. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie beschwört man das Monster überhaupt in den Dinos? Und das geht ganz einfach mit dem Monster Aeolo. Das ist ein sehr altes Monster und quasi ein Stufe 1 Empfängermonster mit dem Typen Dino, das man einfach so vom Deck specialen kann ohne Probleme. Und dann kann man entweder Denglong oder Trishula bauen. Und beides ist halt ziemlich mächtig, aber Denglong ist halt sehr, sehr grenzwertig. Das Problem ist einfach, Denglong ist so overpowered, dass man mit dieser Karte ganze Decks bauen kann ohne Probleme. Und die nennen sich Denglong Turbo. Und die sind sogar metafähig, denn diese Decks sind wirklich krass. Man kann einfach ohne Probleme First Turn quasi zu 100% safe in Denglong bauen, dann eine der besten Konterfallen raussuchen und dann loslegen. Das ist halt sehr, sehr grenzwertig, muss man wirklich sagen. Also Denglong ist eine Karte, die vielleicht ein bisschen zu overdesigned war. Sie hat einfach richtig viele gute Effekte, sie ist ein Empfängermonster, sie hat sau viel Def und so weiter. Das ist halt etwas zu viel für eine Karte vielleicht und deswegen kann ich es vollkommen verstehen, dass die Karte auf 0 gegangen ist. Einige sagen, dass eine Limitierung auf 1 gereicht hätte, aber ich bin der Meinung, Denglong ist einfach overdesigned. Ich bin der Meinung, dass es besser wäre, wenn Denglong jetzt wirklich auf 0 geht und Yangxing vielleicht in einiger Zeit eine etwas genervtere neue Supportkarte bekommt, die den Platz von Denglong einnimmt. Ich denke, das ist durchaus sinnvoll und ich hoffe, das wird gemacht, denn jetzt mittlerweile ist Yangxing halt etwas zu schwach, denn wie gesagt, Denglong fehlt jetzt. Und das tut dem Deck hier immer schon weh, deswegen fände ich es fair, wenn Konami jetzt eine neue Karte release, die quasi etwas fairer ist und die Yangxing wieder ein bisschen nach vorne pusht und ich denke, das wäre auf jeden Fall verdient. Aber gut, darauf müssen wir hoffen. Aber die Sache ist halt auch, dass Denglong gehittet wurde und zudem wurde halt auch Ditugasim gehittet. Und das war halt auch eine der wichtigsten Karten von den Dinos. Und das ist halt auch eine Karte, die man in der Denglong-Variante sehr gerne gespielt hat. Dementsprechend hätte der Hit von Denglong vielleicht nicht unbedingt sein müssen auf 0. Aber gut, wie gesagt, das ist halt ein Diskussionsthema. Eure Meinung würde ich gerne in den Kommentaren hören. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einer weiteren Karte. Bis bald. Tschüss.